Ja, yeah, und damit willkommen zur nächsten Runde der Google Play Game On Serie. Ich habe mir gerade beim Google Play Store das Spiel Asphalt 9 runtergeladen. Ihr seht schon meinen Wagen, den ich aktuell habe. Und wir haben uns natürlich wieder eine Challenge einfallen lassen gegen LP mit Kev. Könnt gerne bei ihm auch vorbeikommen, das gucken. Das Spiel ist natürlich wieder mal verlinkt, wie immer. Und ja, die Aufgabe dieses Mal ist, wer die meisten Shockwaves in 4 Rennen schafft. Also, was Shockwaves sind, werdet ihr gleich erfahren, indem wir einfach mal spielen. Man muss in dem Spiel driften, dadurch lädt man seine Nitro-Anzeige auf. Und wenn man die Nitro-Anzeige auflädt, kann man Shockwaves produzieren. So, das erstmal zur Erklärung. Man muss nicht Gas geben und man muss auch nicht lenken. Das passiert von alleine, man muss wirklich rein driften und halt diese Shockwaves machen. Und wir haben jetzt 4 Rennzeit, möglichst viele davon zu produzieren. Und dann gehen wir mal rein und zählen mal, was wir denn hinkriegen an Shockwaves. Wie gesagt, fahren läuft erstmal alles, ja, fahren läuft von alleine, ja, er fährt halt quasi von alleine. Was wir machen müssen, ist driften. Und natürlich gucken. Und sobald dieses Schockding aufgeladen ist, ja, da war sie, Nitro-Schockwelle, dann kriegst du richtig Power. Wenn du dann zweimal drückst, dann musst du die Nitro-Anzeige wieder aufladen. Also das war jetzt quasi unsere erste. Oh, jetzt sind wir hier aber ein bisschen verkehrt irgendwo hergeflogen. So, zweite Schockwelle. Shockwave. Wie gesagt, fahren geht alleine. Nicht, dass ihr euch wundert, wie das so schnell gerade funktioniert. So, zweite Shockwave haben wir jetzt im ersten Rennen. Also ein Rennen, zwei Shockwaves, müssen wir uns merken. So. Wir sind sogar Erster. Also das läuft ganz gut. Jetzt ist die Anzeige wieder voll. Jetzt können wir wieder die dritte rauspacken. Also drei. Numero drei. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Kev schafft, aber ich denke, wir sind ganz gut dabei. Ja, er muss natürlich auch darauf achten. Das war jetzt Nummer 4. Nummer 5. Nehmen wir den doppelten Boost natürlich mit. Einmal Drift noch. Ah, das ist ganz schön lange Strecke jetzt. Ich nehme jetzt mal nicht die Schanze mit. So. Nummer 6. War das Nummer 6 oder Nummer... Ich glaube 6. Wenn ihr mich verzählen sollte, tut mir das furchtbar leid. Aber ich bin jetzt, glaube ich, gerade bei 6 gewesen. 2, 4, 6. Falls ich jetzt eine dazu... Waren es 5 oder 6? Sagen wir mal 6. Falls es hinterher an einer scheitert, dann müssen wir nochmal nachgucken. Wir gehen einfach mal zum nächsten Rennen, würde ich sagen. So, wir sind im nächsten Rennen. Gerade gestartet. Ich habe einen neuen Wagen bekommen gerade. Einen BMW Z4. Benutzt also wirklich Originalnamen hier im Spiel. Nicht irgendeinen erfundenen Kram. So, unsere erste Schockwelle. Diesmal muss ich aber mal richtig mitzählen. Also Nummer 1 in diesem Rennen. In dem letzten hatten wir, wie gesagt, 6. Das heißt... Oh, das war keine Mist. Das hat nicht gezählt. Das hat nicht gezählt, Mist. Ey, das hat wieder nicht gezählt. Was war da los? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Bin ich zu schnell? So. Jetzt ist er doch voll. Jetzt haben wir die zweite geschafft, okay. Nummer 3. Okay, das waren 3. Dann sind wir jetzt insgesamt bei 9. 1, 2, 3. Und gehen auch jetzt weiter zum nächsten Rennen. So, das nächste Rennen startet jetzt gleich. Wie gesagt, das Spiel ist verlinkt. Könnt ihr euch beim Google Play Store gerne runterladen. Da gibt es natürlich alle anderen Spiele, die ihr geil findet auch. Von daher, schaut vorbei. Verlinkt ist, wie gesagt, alles. Schaut auch bei Kev vorbei. Und ja, gucken wir mal. Wir sind bei 9, also quasi... Insgesamt starten jetzt in dem Rennen. Ich fange wieder bei 0 an zu zählen. Das ist, glaube ich, einfacher. Und da ist die erste. Oh, jetzt haben wir den da weggeballert. Vernichtung, jawohl. Also. Das war jetzt schon mal die erste für dieses Spiel. Für dieses Rennen. Und Nummer 2.
Das war schnell. Okay, das war 2. Also sind wir bei Nummer 10 und 11 jetzt. Okay. So, damit wir, damit ihr nochmal ein bisschen Überblick für das Spiel bekommt, seht ihr hier auch nochmal die Autos, die man sozusagen haben kann. Wir haben jetzt, wie gesagt, am Anfang den Lancer gehabt. Jetzt haben wir den BMW Z4. Kriegt ihr natürlich auch noch andere Karten, andere Autos. Dafür braucht ihr mal eine gewisse Anzahl an Karten, die ihr eben dafür habt, um, oder Blaupausen nennt es sich hier, um das Auto dann quasi zu aktivieren. Jetzt auf jeden Fall dann noch jede Menge. Ihr könnt es ja hier schon sehen, was man da am Ende noch so alles hat. Also was heißt, hier sind jetzt erstmal nur die abgebildet, die sowieso bisher in Frage kommen. Ich meine aber, dass es da auch noch mehrere gibt. So, wir behalten natürlich erstmal den BMW, würde ich sagen. Und schauen uns das nächste Rennen an, das auf uns wartet. Dann müssen wir mal gucken, wie viel wir noch schaffen. Das ist jetzt Rennen Nummer 4 und wir haben bisher 11 Shockwaves. Mal schauen, was noch so kommt. Das eine war natürlich eben ein bisschen kurz. Ist natürlich geil, wenn es ein bisschen längeres Rennen wäre, damit wir noch ein bisschen was rausholen können, ne? Aber gut. Da haben sie sich schon gegenseitig gebasht. Jawohl, Nummer 1. Natürlich hier sofort ein bisschen driften. Das Problem ist, das Driften kostet einem natürlich Zeit. Wenn man hier übrigens diese blauen Entscheidungen oben sieht, Nummer 2, dann kann man immer durch... Ah, das war zu spät. Durch Wischen über das Bildschirm kann man quasi die Richtung auswählen. Oh, das war jetzt wieder keine, okay. Nummer 3. Vier. Fünf. Endlich mal wieder ein längeres Rennen. Sechs. Oh, jetzt haben wir auch nochmal gut einen raus hier. Sieben. Nicht in den Hubschrauber fliegen. Acht. Neun. Eine noch vor Schluss. Also nochmal 9 Stück geschafft in den letzten Rennen. Das heißt, wir sind insgesamt bei 20. 20, 20, 20, 20 Schockwellen, Schockwaves, Nitro-Schockwaves in 4 Rennen. Ja gut, mal gucken, was Kev so geschafft hat. Sein Video ist wie immer dann auch gleich verlinkt. Das Spiel ist wie gesagt verlinkt. Der Google Play Store ist natürlich ebenfalls verlinkt. Und wenn euch das Spiel gefallen hat, ich finde, es macht Bock, dann ladet es euch gerne beim Google Play Store runter. Guckt, wie es findet. Denke ich mal, haben wir schon erklärt. Ihr wisst aber sicher, wie es läuft. Einfach im Store nach dem Spiel suchen. Asphalt 9. Einfach oben eingeben und dann auf Runterladen, Installieren klicken. Und dann läuft das. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir jetzt auch für diese Folge wieder durch. Wie gesagt, schaut bei Kev vorbei. Schaut euch die anderen Videos der Reihe gerne auch an, wenn ihr Bock auf verschiedene Mobile Games mal zu sehen. Nicht immer die gleichen, die wir sonst haben. Und ansonsten, ein Video kommt ja noch. Da könnt ihr noch gespannt sein, was die nächste Challenge wird. Deswegen würde ich sagen, bis dahin, macht's gut und tschüss.